So, hallo, wir machen weiter. Bei Cadence of Hyrule. Und das letzte Mal haben wir Schloss Hyrule abgehakt, haben eine großartige neue Waffe bekommen, nämlich ein Schwert. Das Galad-Bolg. Weiß nicht, warum es nicht das Master-Schwert ist, aber vielleicht gibt es hier kein Master-Schwert und das hier ist die krasse Waffe, keine Ahnung. Wir werden uns jetzt jedenfalls endlich Octavo in den Weg stellen. Zumindest werden wir den großen Schlüssel hier einsetzen und hoffen, dass wir zu Octavo damit gelangen. Wir gelangen erstmal nicht zu Octavo. Sondern in neue Räume. Aber die Räume sind jetzt völlig irrelevant. Zumindest die Gegner hier sind völlig irrelevant. So irrelevant, dass ich mich gleich mal treffen lasse. Null. So, gehen wir hier durch. War das noch einer? Gewesen. Okay, jetzt ist hier Ruhe. Sehr schön, das ist schon angenehmer. Muss ich jetzt so viele kaputt machen, dass ich... Oder geht's hier weiter? Ach, das ist ein Aufzug. Oh. Da ist Octavo. Ich bereitete meine Instrumente darauf vor, es mit Ganon aufzunehmen, doch dann ergab sich eine unerwartete Wendung. Wie dem auch sei, diese Instrumente gehören mir. Eigentlich ja nicht. Oder bist du etwa das Instrument, das ich mir immer erhofft hatte? Finden wir heraus, ob du der Held von Hyrule bist. Bereite dich vor. Octavo. Aua! Aua! Woher weiß ich denn, wo das Zeug herkommt? Hilfe! Da ist er. Kann ich den gleich angreifen? Nein, kann ich natürlich nicht. Woher weiß ich denn? Holy moly. Also der greift mit irgendwie allen möglichen Sachen von den alten Bossen an, aber ich muss zu ihm ja hinkommen. Treffer, glaube ich. Aber er hat dann keine Energie. Aber der ist aber gerade am getroffen werden. Der grüne Kristall hat hier Herzen jetzt bekommen. Ah, ich treffe die Kristalle mit ihm. Ach, jetzt sehe ich das. Es ist nur noch der grüne Kristall übrig. Das ist mir jetzt sehr bald aufgefallen. Jetzt ist gar kein Kristall mehr übrig. Komm runter. Da ist er. Jetzt treffe ich ihn. Okay. Woher kommt denn dieses Portal? Was habt ihr getan? Ihr Narren, ohne meine goldene Laute werden wir Ganon nie besiegen können. Jetzt bleibt uns nur noch eine Hoffnung. War das jetzt der große Octavo-Kampf? Und warum sind da so viele Leute? Und warum sind jetzt alle still? Boah, meine Stimme, ne? Ich wollte gerade sagen, wir machen hier mal Licht, aber das machen wir selber. Okay. Noch ein Portal, ob es wohl in die Heimat von Cadence führt? Oder ganz woanders hin? Wir müssen das herausfinden. Müssen wir? Ich meine, wir haben zwei Tränke. Ich schätze, wir finden es wohl wirklich heraus. Hui! Was? Oh, die Musik! Das ist wie in A Link to the Past. Es ist das A Link to the Past. Wir sind jetzt in der Vergangenheit, ja? Und da könnten wir wirklich auf Ganon treffen. Oh nein, wir treffen wirklich noch auf Ganon in dem Spiel. Ah, ich verstehe. Dann müssen wir aber vorher noch spezielle Pfeile bekommen, sonst können wir die nicht besiegen. Okay, hier ist sogar so ein Tank. Wait, hier ist. Nein, wollte ich nicht! Lass mich raus! Ich wollte da nicht reinhüpfen.
Na, guck mal, ich hab aber ich hab halt keine Flasche weiter. Grüße dich, Kind des Schicksals. Ehrlich gesagt, hätte ich dich früher erwartet. Wo wir sind? Die bessere Frage wäre, wann? Aus deiner Sicht sind wir in Hyrule der... Oh, Zukunft, nicht Vergangenheit. Upsi. Also, A Link to the Future. Ganondorf herrscht jetzt über Hyrule. Er hat eine goldene Laute gefunden, die in zwei Stücke gebrochen war. Er konnte sie reparieren, aber mit der Zeit hat sie ihn verändert. Ihre Kraft hat ihn wahnsinnig gemacht. Nun ist er ein Sklave ihrer dunklen Melodien, das Ungetüm von Hyrule. Dein Schicksal ist, dieses Labyrinth zu durchqueren und den Schlosshof zu erreichen. Dort wirst du dich Ganon stellen. Diese Weissagung war ausnahmsweise umsonst. Wie bitte, wie lange diese Zaubertränke schon hier herumstehen? Die werden immer frisch zubereitet. Gerade letztens erst habe ich sie neu angesetzt. Okay, dann wiederholen wir hier alles. Gut, ja, ich kann nichts machen. Aber was... Achso, das führt mich jetzt zurück in die normale Welt, ja? Ja, okay. Hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ah, hierhin sogar. Okay, Abflug. Oh, ich habe bei dem Kampf ganz meine Trommel vergessen, fällt mir gerade ein. Na egal. So. Also geht's hier jetzt durch den nächsten Dungeon, ja? Aber ich möchte jetzt nicht, falls da nochmal ein Shop ist, ich möchte den nicht automatisch angreifen. Eigentlich wirklich einfach nur ganz schnell durch. Okay, es gibt eine neue... Oh mein Gott, ist das groß. Da, 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 da. Wait, what? Fraggarach, du hast Fraggarach erhalten. Fügt 2 Punkte Schaden zu und kann Schilden durchdringen. Greift Gegner auf allen 3 Feldern vor dir an. Das ist jetzt die große Version von dem Breitschwert. Okay, also kriege ich hier noch mehr Items von denen. Dann wähle ich das jetzt aus. Weil Schilde durchdringen klingt gut. Und hier kann ich auch mein Schild noch einsetzen. Ich will da nicht, ich will den anderen Mann. Nice, der haut die halt weg. Der haut die halt einfach weg, egal was ist. Sick. Okay. So. Ich sehe jetzt aber, der hat nichts weiter Spannendes für mich. Wobei ich den Schlüssel nehmen würde. Ich mache jetzt aber mal Folgendes. Ich rüste jetzt mal einfach wieder meinen Speer aus. Damit habe ich den noch nie versehentlich angegriffen. Ich hoffe, ich kann einfach hier gleich da raus. Okay, danke schön. Ich weiß nicht, ob es an der Waffe lag, dass er den vorne einfach angegriffen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte ihn nicht angreifen. So, für den Fall, dass es hier noch mehr... Ich muss mich ja doch genauer umgucken, wenn es hier noch solche Waffen gibt. Wenn die hier rumfliegen. Aber das ist voll gut, die Waffe. Die ist noch besser als das andere krasse Schwert. Sick. Da sind Schuhe. Habe ich hier irgendwas ausgelassen? Ja, dich. Die da. Aber da ist nur ein normales Schwert drin, ne? Das ist so ein Glasschwert-Dings, ja. Oh, jetzt ist hier Ruhe. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir hier tatsächlich mal alles aufgeräumt, okay. Ah ja. Und dann wird hier schon keine andere Waffe mehr sein. Das wäre ein bisschen doof. Weil ich würde die schon gerne finden, wenn hier welche wären. Na gut, wir können uns den Ring ja noch kaufen.
So. Nächste Ebene. Das geht halt einfach. Das Gute ist halt wirklich, ne, wie gesagt, dass der durch die Schilde einfach durchknallt. Das interessiert ihn alles nicht mehr. Ob da ein Schild ist oder nicht, das interessiert ihn nicht. So gut. Ich frage mich wirklich, was die krasse Version von dem Speer ist. Ob die auch so geil ist. Es ist halt wirklich einfach nur noch durchtanken. Tank nicht, ist Quatsch. Das interessiert alles gar nicht mehr. Damit ist jetzt gar nichts. Also, ich weiß nicht, wie man jetzt noch Probleme bekommen soll mit der Waffe. Weil ich muss nicht mal mehr darauf achten, ob die Gegner betäubt werden und dann um sie rumgehen. Ich krieg die ja einfach. Ich krieg die ja einfach geschenkt. Weiß immer noch nicht, was dieses Schild macht. Muss ich eigentlich hin? Dahin muss ich. Oh, da ist so einer, okay. Wait, was ist denn das hier? Hallo, Liebes. Wie bitte, du möchtest geheilt werden? Der große mächtige Ganon hat meine Magie versiegelt. Im Moment kann ich mit niemandem, kann ich niemanden mehr heilen. Okay, was haben wir hier für Zeug? Aber ich kann da ja die guten Sachen kann ich ja eh nicht veredeln. Und was hat er hier nochmal? Einen Schlüssel? Und einen neuen Ring? Ja, gut, nehmen wir mit. Aber wait, da unten war doch noch so ein Bossviech. Da sollte ich erstmal hingehen. Ja, der da. Aber hier geht's ja dann auch weiter anscheinend. Lel. Oh, hier ist noch eine coole Truhe. Bitte mit der Spezialwaffe für den Speer, das wäre super. Wobei ich eigentlich das Breitschwert gerade bevorzuge, muss ich ja gestehen. Und zwar deutlich. Aber es ist okay, es ist so ein Spezialding, und zwar der Flegel, der Hyrule-Flegel. Fügt bei einer Vorwärtsbewegung Gegner in beiden Zeiten 2 Punkte Schadens und ist zusätzlich mit dem Effekt Zurückwerfen versehen. Okay, aber zurückwerfen will ich eigentlich gar nicht. Will ich eigentlich gar nicht. Wir können es mal kurz einsetzen für einen Moment. Aber dann werden wir feststellen, dass wir das nicht brauchen. Das ist auch schon geil. Es ist im Prinzip auch eine absolut coole Waffe. Aber dann bin ich jetzt ziemlich stark davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall noch eine Waffe für den Speer bekommen. Dann sind das diese antiken Waffen, von denen die Rede war. In den Errungenschaften. Dann sind das diese Dinger. So, ich möchte mein Breitschwert wieder haben. Dankeschön. Das ist bisher Beste. Gut, ich denke, ich habe nichts ausgelassen. Gehen wir eins höher. Oder tiefer eher. Also ich muss auf jeder Ebene die finden. Da gibt es auf jeden Fall was. Davon bin ich jetzt überzeugt. Moment, ich kann hier hinten rum. Nee, kann ich nicht, das ist eine Wand. Da geht's dann weiter. Wollte ich jetzt gar nicht. Meine Energie ist gerade nicht so geil.
Da passt man einmal wieder nicht auf, ne? Ups. Jetzt hat's den Dings eingesetzt, ne? Na gut. Hast du was Spannendes? Ja, den Schlüssel nehme ich mit. Einfach, dass wir immer genug Schlüssel haben. Oh, ich lasse mich aber gerade ordentlich verprügeln. Hoppala. Weil ich jetzt überhaupt nicht mehr aufpasse. Weil man halt einfach wirklich nur noch durchrennt, gerade. Ja, gerade ist man so... Und das wollte ich nicht. Eine Fackel wäre wieder cool. Oh Junge. Da ist meine Waffe! Im Prinzip habe ich nur danach jetzt gerade geschaut die ganze Zeit, aber da ist sie. Bitte ein Speer. Das ist kein Speer. Impass Naginata erhalten. Hat eine Reichweite von 2 und fügt 1 Punkt Schaden sowie die Effekte Gift und Energieentzug zu. Ah, okay. Oder ist das doch wie ein Speer? Ist das beim Speer? Das ist beim Speer. Okay. Das heißt, es ist der Speer mit Gift und bei 5 besiegten Gegnern kommt ein halbes Herz Heilung. Ach so. Okay. Oh, jetzt hat's mir beide Tränke, ne? Eieiei, jetzt muss ich aufpassen. Dass ich nicht noch drauf gehe hier. Das wäre ziemlich dumm. Aber seht ihr das, was ich meine? Das, was ich gerade hatte, dass ich da jetzt an sein Schild gerutscht bin, das habe ich überhaupt nicht mit dem Schwert hier. Mit dem Breitschwert. Das ist also viel besser. Vielfaches besser ist es. So, wo muss ich jetzt hin eigentlich? Ach ja, hier ist das Ding aufgegangen, ne? Ich weiß halt nicht, soll ich hier noch? Ja komm, wir räumen ihn hier noch auf. Dann weiß ich, dass ich alles habe. Aber ich schätze pro Ebene eine Waffe. Jetzt kommt er nicht mehr. Jetzt kommt der Gegner einfach nicht mehr. Der war da drüben, ne? Aber das war da noch nicht mal alles. Aber ich suche jetzt nicht wieder die Gegner. Das habe ich, da habe ich keine Lust zu. Trotzdem jetzt ein bisschen aufpassen. Aber solange ich hier Energie bekomme, ist alles cool. Da ist noch eine Waffe. Seht ihr es auch? Ich sehe es. Das Kakari-Schwert. Kokiri-Schwert. Klar, Kokiri. Was lese ich denn? Nur Link kann es verwenden. Es fügt einen Gegner direkt vor dir 4 Punkte Schaden. Okay, das ist jetzt die krasse Variante vom Kurzschwert. Ja, aber es ist, ich muss halt direkt davor stehen. Und es wird trotzdem keinen Schild ignorieren, ne? Insofern. Aber es ist wieder Schattenlink. Ich habe den Schattenlink damals gar nicht erkannt übrigens. Das hat mich ein bisschen geärgert im Nachhinein. Das war natürlich Schattenlink an der einen Stelle. Oh, habe ich gerade das Schwert ausgerüstet? Wollte ich gar nicht. Aber gut, dass wir drüber geredet haben. Hat der was für mich Spannendes? Der hat eine goldene Schaufel. Was ist das denn? Oh. War das jetzt... Hat er das als Angriff wahrgenommen? Ich hoffe nicht.
Wait, der explodiert, ne? Bisschen auf die Energie mehr achten, aber dann ist alles okay. Wo sind jetzt noch Gegner? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich habe halt gerade ein bisschen Bammel. Die drei Herzen da, ne? Das ist nicht so gut. Könnte mich halt an den anderen... Ach, hier! Ne, die lasse ich in Ruhe. Das gefällt mir gerade nicht. Gib mir mal die Fackel. Oh, wollte ich nicht. So. Ach, das ist Autobuddeln. Habe ich gerade Autobuddeln gekauft? Will ich eigentlich auch nicht. Ja, es ist Autobuddeln. Ja gut, ich krieg ein halbes Herz mehr, ne? So. Ja, ist okay. Und ich kann ja raus. Haben wir jetzt noch eine Ebene, sonst weil dann würde ich mich rausporten. Wir haben keine Ebene mehr. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob jetzt sofort Ganon kommt. Mit drei Herzen möchte ich nicht gegen Ganon kämpfen. Oder ob ich nochmal speichern darf. Okay. Ich habe ein bisschen Bammel. Ich würde gerne nochmal speichern. Oh, nice! Wait, was macht das jetzt? Oh, nice! Eins, zwei. Na, das war doch nochmal, das wäre doch nochmal etwas kritisch jetzt geworden, ne? Sehr gut. So, und jetzt kann ich aber wieder hier in die Seite rein. Ich kann oben rein und ich kann auch hier in die Seite rein. Hier ist nochmal eine neue Truhe. Ohne Musikrätsel. Also einfach nur zum Hochkommen ist das Rätsel jetzt, ja? Alter, schon ein krasses Rätsel jetzt so. War ich jetzt schon? Ah, ich dachte, ich kann das darüber schieben. Das war nicht, wie ich das wollte. Ich muss eigentlich nur da drauf kommen. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir müssen ein Rätsel lösen. Haben wir gleich. Aber wie komme ich da drauf? Ja, das ist ja die Frage. Nein, das wollte ich nicht. Oder vielleicht doch. Ah, ich dachte, das ist hoch genug. Ah, ich kann das selber so auch schieben, ja? Ah, okay. Das nützt mir ja nichts. Kann mich da nicht ranziehen? Hä? Wie kriege ich die darüber? Also ich müsste eins darüber kriegen. Eins müsste ich rüberkriegen. Aber wie?
Ich kann den halt nicht verschieben. Ich kann den hier nicht rüberschieben. Ich kann ihn nur auch ins Wasser schieben, aber das nützt mir ja nichts. Oh mein Gott, ich hab ja Dinge. Ich habe gerade ganz kurz vergessen, dass ich ja diesen Stab hier habe. Der mir natürlich enorm hilft. Wenn ich dumm bin. Manchmal ist man einfach blöd. So, und das ist jetzt die letzte große Waffe. Die Großschaufel, das ist dann natürlich nur für Cadence, genau, weil die mit Schaufeln kämpft. Sie fügt Gegnern 2 Punkte Schaden zu und gräbt bei einem Angriff, wobei pro umgegrabenem Feld ein weiterer Punkt Schaden hinzugefügt wird. Ah, okay. Auch interessante Sache. Auch interessante Sache. Aber mir ging es jetzt eher darum, einfach alle Waffen zu haben. Sehr schön, dann haben wir alles. Bis auf eine Flasche. So. Dann. Jetzt gehen wir aber trotzdem noch zum Finale. Das machen wir noch. Okay. Allein konnte ich nicht besiegen. Ja, was machst du denn auch? Ich verstehe Octavo überhaupt nicht. Aber es macht ja nichts. Also Octavo wollte Ganon besiegen, aber anstatt, dass er uns einen Dieb fragt, terrorisierte Hyrule mit seinen Instrumenten. Und am Ende müssen wir es doch wieder wie alleine machen. Du bist eine Pflaume, Junge. Du bist eine richtige Pflaume. Das Gegenteil von Teamplay bist du. So. Haben wir das geklärt. Gut. Dann werde ich jetzt mal meine Trommel für Ganon ausrüsten. Brauche ich Pfeil und Bogen? Also theoretisch müssten wir eigentlich so Silberpfeile bekommen, ne? Wenn wir jetzt richtig von hier in die Richtung gehen. Oder halt Lichtpfeil oder sowas. Sonst können wir Ganon eigentlich nicht besiegen. Aber vielleicht reicht ja auch die Kraft der Musik. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay, das sieht auf jeden Fall wie... Ja, hi. Dich kenne ich. Link, wir werden dir helfen. Lass uns dem Ganzen ein Ende setzen. Ach, muss ich jetzt mit den dreien kämpfen? Nett von dir, mir die Über... Das ist nicht Ganon-Stimme. Das war so eine alte Operstimme. Nett von dir, mir... Ich habe keine Ahnung, wie er mein Ganon spricht. Man kann Ganon nicht sprechen. Nett von dir, mir die übrigen Triforce-Teile vorbeizubringen. Den Schwächling Octavo und seine Spielzeuge hast du vielleicht besiegt. Aber jetzt wirst du die Kraft erleben, die Hyrule in die Knie gezwungen hat. Ja, so spricht Ganon, genau. Oh, ein Schild. Okay. Hi. Gut, ich hab... Achso, jetzt laufe ich mit ihr da zusammen. Okay. Hä? Also wir müssen sein Schild immer erledigen. Und dann auf ihn drauf. Aber was jetzt halt nicht ganz so cool ist, ich weiß nicht, ob wir jetzt automatisch unsere starken Waffen haben. Kann ich das entscheiden, wer welche Waffe hat? Ich kann ja nur mich ausrüsten gerade. Ich kann ja nur Link gerade ausrüsten. Ich hätte jetzt aber halt zum Beispiel gesagt, Zelda soll hier ihren Rapier nehmen. Und Dings soll ihre Schaufel nehmen. Aber das kann ich ja gerade gar nicht machen, ne? Und jetzt vor allem jetzt...
Ich will ja mit Link kämpfen. Was ist denn jetzt passiert? Als hätte ich wieder einen gefroren. Oh Gott! Hi! Spielt er wieder Musik? Ganz habe ich den Garkampf noch nicht kapiert. Jetzt springt er dahin. Zelda macht das auf und jetzt habe ich Quatsch gemacht. Jetzt habe ich draufgehauen. Jetzt haut aber halt Zelda drauf und die hat ja keine so starke Waffe ausgerüstet. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihnen eine stärkere Waffe gegeben, natürlich. Drauf! Da kommen immer mehr! Ich muss die Dinger hier loswerden. Jetzt habe ich ihn getroffen. Habe ich noch einen Trank? Ja, okay. Hätten Sie... Ich check das nicht. Jetzt ist der Trank weg. Oh oh. Hä, was ist denn jetzt los? Ich muss diese dieses Ding da oben loswerden. Der spawnt ja immer wieder neuen Shit. Dankeschön. Würdest du das bitte lassen? Ach so, muss ich mich jetzt mit den dreien so hinstellen, dass wir einen Triforce bilden. Okay, das Ding da oben ist weg. Ach so, ich kann dann stehen bleiben. So. Die bleiben stehen. Ja, ich dachte, ich muss jetzt die Formation bilden, aber dann passt das ja. Das war aber noch mal knapp. Das ist aber noch mal knapp geworden. After defeating Ganon, I expected to rejoice. But not only was I still in a different world, I had also traveled into the future of that world. With no hope of getting home, I was completely lost in both time and space. But then Link and Zelda told me about the Triforce. That had started all of this. Zelda thanked me for helping to save Hyrule. Then told me to picture in my heart what I wanted most of all. Link and Zelda held their hands to mine, and something familiar happened. When I opened my eyes, I was falling again. I just hope I land in my own world this time. Nächstes Spin-off in einem anderen Franchise? Weiß es nicht. Das war jedenfalls Cadence of Hyrule. Ich muss sagen, Cadence hat für mich echt keine Bedeutung. Mir geht's um Link und Zelda, aber gut. Das war cool. Das war richtig cool. Kann mir das auch gut so als Dungeon Crawler wirklich vorstellen. Weil mit jedem Seed, ich habe jetzt ja den Seed 88 verwendet, mit jedem Seed ändert sich ja die Map-Zusammenstellung und es wird ja sowieso immer random entschieden, wo was ist. Das heißt, man kann nie sagen, ich bekomme als erstes jetzt die, so wie hier, die Taucherglocke ne? Das ist komplett unterschiedlich, was man als erstes hat. Und auch was man findet, wo die Herzteile sind und so weiter und so fort. Das ist ja alles Zufall. Entsprechend kann ich mir das schon ganz gut so vorstellen, dass man das öfter spielen möchte. Jetzt nicht im Let's Play, auf keinen Fall. Also ich werde es auch nicht öfter spielen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es für Leute, die sowas gerne machen, einen Wiederspielwert hat. Sehr schön. Und die Musik. Oh mein Gott.
Dafür hat man es im Prinzip ja gespielt, ne? Für die Musik. Großartig. Und die Credits, das Credits-Lied ist jetzt nicht so spannend, deswegen quatsche ich darüber. Ja, das ist so eine ganz leichte Version. Aber ja, sehr, sehr cool. Da bin ich wirklich jetzt mal gespannt, ob wir... Also wir werden, denke ich, einmal den Hardcore-Modus ausprobieren und gucken, wie weit ich komme. Und dann belassen wir es dabei. Ne? Das ist so jetzt der Plan. Also ein Part noch. Ich schätze mal, ich werde innerhalb dieses einen Parts auch schon dann direkt sterben im Hardcore-Modus. Weil am Anfang startet man ja nur mal mit diesen drei Herzen. Und wenn man da nicht schnellstens irgendwas zusammenbekommt, dann wird das halt kritisch. Das heißt, ja. Ich denke, wir werden im Hardcore-Modus nicht lange leben. Es dauert eine Zeit lang, bis man so OP wird. Ne, diese ganzen krassen Waffen kriegt man ja wirklich erst am Schluss. Aber cool, dass man sie bekommt. Gut, was ich machen kann, was ich jetzt ja weiß, ist die Veredelung. Das kann ich also jederzeit machen. Damit hätte ich mir einiges vereinfachen können. Das ist natürlich wahr. Na, das muss man gestehen. Damit hätte ich mir einiges anders bauen können. Aber gut, das ist ja, so ist es halt. Und wahrscheinlich sind dann in so einem Hardcore-Modus auch so Sachen wie die Ringe relevanter. Ich habe die jetzt wirklich immer nur so, oh ja gut, ich habe halt mal den Ring. Nicht wirklich genutzt, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall sehr cool. Da sind unsere deutschen Übersetzer. Haben sie gut gemacht. Hab keine Fehler entdeckt. Na, ich weiß nicht, ob sie gut übersetzt haben, aber der Text war gut. Das war wieder Wenn ich nichts drücke, dann meint die Switch immer, jetzt macht sie dunkel. Genau, deswegen ist, glaube ich, damals der Standby-Modus angegangen bei Mario Maker. Weil wir so lange nichts gedrückt haben, weil wir einfach nur gewartet haben, dass es weitergeht beim Gegenspieler. Gegeneinander mehr Spieler. Na gut. Danke fürs Mittanzen. Ach ja. Getanzt bin ich nicht, aber... Hui. Speedrun-Rangliste, Schritt-Rangliste, Speichern und End. Was? Die Rangliste der schnellsten Spieler. Meine Spielzeit 7:58:52. Wo sind wir? Man weiß es nicht, aber der Weltrekord ist also 18 Minuten 26. So lang, so kurz komme ich nicht mal durch den letzten. Was? Aber ich bin auf Platz, was ist das, 98? Ist das eine 98? Kann's nicht lesen. Spielen so wenig Leute, das ist auf jeden Fall eine zweistellige Zahl, ne? Spielen so wenig Leute das Spiel. Aber 18 Minuten? Du musst doch für 18 Minuten, du musst doch... Na gut, es muss wirklich schnell durchgehen. Du musst, aber da musst du ja auch Zufall, das Glück haben... Dass du weißt, wo die da. Doch, du kriegst am Anfang ja im Linkshaus kriegst du ja das Teleskop. Das heißt, du weißt, wo die Dungeons sind. Das heißt, du kannst wirklich schnell zu den Dungeons hin. Clearst die Dungeons mit drei Herzen. Na klar. Ist da Sterben erlaubt? Weil mit Sterben kann man sich den Speer holen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich den Speer herbekommen hätte, wenn nicht da. Das mit den Waffen war eigentlich echt. Also, das mit dem Speer war echt ein Mega-Glück.
Vielleicht bekommt man den normalerweise gar nicht so bald am Anfang, weil damit habe ich mir echt vieles vereinfacht. Na gut, Schrittrangliste. Da werde ich gar nicht aufgezählt. Doch. Aber guck mal, da bin ich auf Platz 128. Ist das eine 128? Ist das eine 8 oder eine 6? Es könnte eine 126 auch sein. Haben so wenig Leute, spielen so wenig Leute dieses Spiel? Spielt von meinen Freunden das jemand? Nö. Schämt euch. Seed-Schritte wollte ich jetzt gar nicht. Hilfe! Zurück. Speichern und Ende. Gut. Kann ich jetzt hier rungen? Jawohl. Jetzt kann ich nämlich noch ein paar mehr sehen. Ne, dadurch, dass wir jetzt die bekommen haben, sehe ich jetzt die hier unten auch. Besiege einen beliebigen Bossgegner, ohne getroffen zu werden oder einen Beat zu verpassen. Ja, na klar. Könnte ich mir am ehesten bei Goma allerdings vorstellen. Aber wir haben offensichtlich nicht alles gesammelt. Wahrscheinlich die dritte Flasche oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch eine Verbesserung gefehlt. Besiege Goma Rakas nur mit Pfeil und Bogen. Ah, okay. Was haben wir hier drüben? Klar, besiege Ganon. Füge einem Gegner mit einem einzigen Treffer 6 Punkte Schaden zu. Okay. Schließe das Spiel im gnadenlosen Modus ab, ja. Wir werden uns den mal angucken, aber... Wir werden ihn jetzt nicht... Oh, was ist da? Du spielst das ganze Spiel, ohne den Charakter zu ändern. Ah, okay, das gibt's auch. Spiele jeden Tag in einer neuen Welt in gnadenlosen Modus mit einem zufälligen Charakter. Du hast immer nur eine Chance. Das heißt, die ändert sich auch immer, ja? Das ist ja auch interessant. Ich dachte, es reicht nur, hier auf gnadenlos umzustellen. Aber das ist ja noch interessanter. Dann werden wir das jetzt gleich mal noch starten. Also jetzt nicht, aber in dem nächsten Part. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Aber kann ich das dann zwischendurch überhaupt abbrechen? Weil jeden Tag in einer neuen Welt? Kann ich dann überhaupt zwischendurch raus und speichern und Ende und dann am nächsten Tag weiterspielen? Das ist doch dann schon ein neuer Tag. Vielleicht machen wir das doch nicht so. Gut, aber ich möchte eh nur mit Link spielen, dann kann ich auch den Ein-Charakter-Modus nehmen. Ne? Ich habe nie vor, den Charakter zu ändern. Hatte ich nie vor. Dann kann ich, wie gesagt, auch hier Gnadenlos-Modus an. Die Geschwindigkeit des Speeds wird verdoppelt, brauchen wir nicht. Kannst das Spiel in deinem eigenen Tempo? Nein. Und kein Seed-Modus, das machen wir diesmal zufällig. Nein! Achso, anfangs für den Zufallsgenerator. Ja, was weiß ich. Muss man eine Zahl eintippen? Ich habe keine Ahnung. Man muss doch bestimmt eine Zahl eintippen. Aber jetzt habe ich doch... Ach so. Ja gut, dann spielen wir jetzt den Seed Conan. Let's go. Mit Link. So, das können wir überspringen. Sehr schön. Und da sind wir auch schon. Ach ja, ich habe kein Schwert. Weil, wo kriege ich mein Schwert so schnell her? Halt die Klappe. Kenne ich alles schon. Ach, da drüben kriege ich mein Schwert her. Jetzt muss ich ja noch... Muss ich ja noch so kämpfen. Komm schon. So. Jetzt weiß ich doch. Ah, geh weg. Okay. Man kann irgendwie Tutorial ausschalten, ne?
Keine Zwischensequenzen. Game Overladen ist irrelevant, weil wir Dings spielen. Tutorials aus. Dankeschön. Viel besser. So, aber jetzt muss ich hier mal ganz schnell das Herzteil mir holen. Na, so einen kleinen Start kann man jetzt noch spielen zusammen. Das ist jetzt nicht die Welt. Das nützt mir nichts. Aber ich brauche die Schaufel. Ach ja, die Schaufel kriege ich ja von Cadence. Ja, 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 laber nicht. Gib mir das. Gib mir das. Und tschüss. Dann einmal hier rein. So, dann können wir jetzt mal gucken. Diesmal sind wir hier unten. Und es zeigt nichts an. Krieg ich im Gnadenlos-Modus keine Symbole? Ich sehe nämlich nichts. Ach nee, das ist ja gar nicht das Dungeon. Das zeigt mir, das ist ja nur das hier, die Karte. Das ist das Teleskop, dass ich hier so eine Fläche habe. Ich bin doof, das sind gar nicht die Dungeons, die ich da angezeigt bekomme. Eieieiei. Okay. Ja. Was haben wir jetzt hier? Okay, das ist relativ ähnlich, oder? Oh mein Gott. Das sind aber auch gleich die krassen Gegner, ne? Fällt mir da gerade so auf. Also ich glaube, beim gnadenlosen Modus ist wirklich das Schwerste, den Startpunkt zu finden. Ja. Weil, genau deswegen, ich glaube, das ist wirklich das Problem beim Gnadenlos-Modus. Weil erst wenn du dann mal ein bisschen kräftiger bist, dann läuft das alles besser. Ne? Dann läuft das alles. Aber so ist das schon kritisch. Ah, ich habe den Schild nicht genommen. Jetzt komme ich so ran. Geht auch. Ich kann auch einfach dem vorbei. So. Das geht auch. Na, aber versteht ihr, was ich meine? Natürlich versteht ihr, was ich meine. Ihr seid ja nicht doof. Was labere ich denn? So. Aber das ist dann immer der Start, ne? Das muss man immer jeder machen am Anfang. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Weil das macht halt eh jeder Spieler. Okay, da ist der Laden hierfür. Das sind jetzt nicht so krasse Gegner. Das sollten wir doch hinkriegen. Das Problem ist jetzt. Nice. Ich muss nur noch den erwischen. Okay. Das war knapp. Das war knapp. Was krieg ich? Nice. Falsche Richtung. So, und er verkauft mir den hier, den brauche ich ja. Das war. Und er verkauft mir auch eine Flasche. Ich muss. Irgendwo muss ich eine Flasche verpasst haben. Also, das wäre so. Wir haben auch nie die Rollen eingesetzt, kommt mir gerade, ne? Ich habe nie die Gegner verwirrt. Ich habe nie dieses gib mir das, was du brauchst, eingesetzt. Habe ich alles nie gemacht. Oh.
Boy. Ich würde gerne jetzt nochmal in diese Höhle da oben reinkommen, die wir gerade eben verhauen haben. Das ist halt schon nicht der angenehmste Start mit dieser schwarzen Spinne. Muss man halt auch mal zugeben. Wait, ich komme an den ja gar nicht ran jetzt. Der macht ja nur Mist. Der Pilz da. Ich bin so doof. Gut, ihr seht das Problem. Machen wir es mal andersrum. Wollt ihr überhaupt noch so einen Gnadenlos-Modus sehen? Weil es ist an sich im Spiel nichts anderes, ja? Ich überlasse das jetzt mal euch. Ich werde jetzt erstmal noch nichts weiter aufnehmen. Ich frage euch, ob ihr so einen Gnadenlos-Versuchenden ernsthaft mal sehen wollt. Das war jetzt nur so rumgehampel. Ansonsten werden wir uns wieder erstmal mehr Mario Maker widmen. Wahrscheinlich aber eh nur weiterhin mit einem Part pro Tag, weil wir jetzt langsam dürfte auch das Fanende in Sichtweite sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann der Part hier rauskommt. Aber ja, also entscheidet ihr mal, ob ihr noch einen gnadenlosen Modusversuch sehen wollt oder ob wir das dabei belassen wollen. An sich denke ich, vom Inhalt her haben wir alles von dem Spiel gesehen, was man sehen kann. Bis auf ein paar Errungenschaften, die krass sind. Und solche Geschichten. Das mache ich aber auch nicht. Insofern denke ich, aus meiner Sicht reicht es. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt den Gnadenlos-Modus noch sehen, können wir den gerne auch noch spielen. So, Monolog beendet. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Kommentieren. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und dann hören wir uns bei einem neuen Projekt beziehungsweise bei weiteren Mario Maker Folgen. Tschüss!